Ja, ich hatte mich davor nur mal theoretisch mit dem Thema beschäftigt und dann war ich auf einem der letzten Geistheilungstage bei Jesus Lopez. Ich war in einem Prozess drin. Jesus ist zu mir gekommen, hat seine Hand auf meinen Bauch gelegt und ist dann wieder weggegangen. Und dann habe ich gemerkt, wie plötzlich die geistige Welt angefangen hat, an mir zu operieren. Das kann man sich so erstmal gar nicht vorstellen. Es tut nicht weh, es zieht ein bisschen, es drückt ein bisschen, aber das Bewusstsein ist klar da. Es ist eine OP. Und es wurde etwas operiert und verändert in meinem Unterbauch. Und es war danach leicht und lichtvoll. Und ja, ich würde sagen, es war meine erste Astral-OP, die ich selbst erlebt habe. Es war ein tolles Erlebnis.